Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute schon wieder zu einem Neuzugänge-Video. Diesmal aus dem Monat Juli. Die erste Juliwoche neigt sich ja fast dem Ende zu. Und bei mir sind schon einige Bücher angekommen und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch einfach jetzt schon mal ein paar, weil ich nicht weiß, wie ich in den letzten Juliwochen überhaupt zum Drehen komme, weil ich ja dann in meinem neuen Job anfange und ich mich dann erstmal darauf konzentrieren möchte. Das fängt am 17. an. Und deswegen versuche ich jetzt noch in den letzten 2 Wochen quasi, die ich jetzt erstmal noch Urlaub habe, euch so viele Videos schon mal zu schicken quasi, wie ich kann. Und deswegen fange ich jetzt schon mal mit einem Neuzugänge-Video an, weil eben auch schon ein paar Bücher bei mir eingezogen sind. Ja, das hat mich irgendwie in dieser ersten Juliwoche quasi überrollt. Hier sind so viele Bücher angekommen und deswegen zeige ich die euch einfach schon mal. Angefangen hat der Monat mit 2 Büchern, die ich mir bei Thalia gekauft habe, weil ich shoppen war. Und die 2 Bücher haben mich angelacht. Einerseits, weil ich von einem Booktuber, nämlich David von Booktown, empfiehlt immer so viele Bücher und ich gucke seine Videos so gerne und kaufe mir auch gerne Bücher, die er empfiehlt und die er toll fand. Unter anderem ist das nämlich von Erik Lindström, Wie ich dich sehe. Das habe ich mir gekauft, weil er es jetzt schon sehr, sehr oft in seinen Videos erwähnt hat. Und weil ich finde, die Story hört sich so toll an und er hat es immer wieder empfohlen. Und weil ich viele Bücher auch sehr gerne mag, die David empfiehlt, habe ich gedacht, ich kaufe mir das mal auf seine Empfehlung hin. Und zwar geht es hier um Parker. Und Parkers Freund verlässt sie und sie ist blind. Und ja, jetzt verlässt sie sich eben nur noch auf sich selbst. Und sie hat eben ein ganz bestimmtes Verhalten, dass sie möchte, wie man sich ihr gegenüber verhält und wie man sie behandelt. Und ja, ich finde, das hört sich super toll an. Vor allem der Aspekt, dass sie eben blind ist. Und ich bin super gespannt auf dieses Buch und freue mich sehr darauf. Vor allem ist es aus dem Carlsen Verlag und von Büchern aus dem Carlsen Verlag bin ich eigentlich fast immer begeistert. Und ich habe so meine bestimmte Verlage, wo ich irgendwie immer weiß, okay, wenn ich da ein Buch kaufe, das gefällt mir eigentlich fast immer. Und ich freue mich super auf dieses Buch. Und ich finde das Cover auch recht schön, vor allem, weil hier in Blindenschrift der Titel quasi noch draufsteht. Finde ich super gemacht und ich freue mich sehr drauf. Und ja, bei diesem Kaufgang habe ich mir noch ein anderes Buch gekauft. Und zwar Die Welt übt den Untergang und ich grenze zurück von S.G. Gosley. Ich glaube, das habe ich sogar auch bei David von Booktown gesehen. der gesagt hat, dass es wohl in irgendeiner Form ein bisschen schwierig ist, es zu lesen, dass es aber trotzdem gut sein soll. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Vielleicht verlinke ich euch auch einfach das Video, wo er über dieses Buch gesprochen hat, nochmal in der Infobox. Und zwar geht es hier um Mike. Und in Mikes Leben verändert sich momentan sehr, sehr viel. Unter anderem merkt er wohl auch, dass er schwul ist und das ist ja so meine Thematik, ne? Also, wer schon meine Videos seit längerem verfolgt, weiß, dass ich sowas sehr gerne lese. So mit LGBT-Hintergrund und allem. Und zum anderen finde ich dieses Buch einfach so schön. Ich finde dieses Cover so toll und ich liebe es, wenn Bücher so lange Überschriften haben, so lange Titel haben. Das ist einfach so toll. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich bin super gespannt und ja, frage mich natürlich, wie mir das gefallen wird. Das ist jetzt aus dem Dressler Verlag. Aus dem Dressler Verlag habe ich noch gar nicht so viele Bücher. Deswegen ist es natürlich noch mal interessanter zu erfahren, wie mir dieses Buch gefallen wird. Dann haben mich diesen Monat ein paar Rezensionsexemplare erreicht. Und zwar ist bei einem Rezensionsexemplar von Bloggerportal ein Filmposter mitgeliefert worden. Hat mich voll überrascht, aber auch sehr, sehr gefreut. Nämlich von dem Film Fallen, nämlich Engelsnacht. Das Buch habe ich ja auch gelesen. Also es müsste irgendwo hinter mir stehen. Ich habe den ersten Teil bisher nur gelesen. Und der erste Teil wurde verfilmt. Und ich liebe den Schauspieler. Ich weiß zwar echt nicht, wie er heißt, aber ich mag ihn super gerne. Er ist super süß. Und zwar, ich zeige euch jetzt nur mal die obere Hälfte, weil ganz könnt ihr es eh nicht sehen. Das sieht so aus. Ich finde es super schön. Und ich werde es, wenn ich irgendwann mal mehr Platz habe, auf jeden Fall aufhängen. Ich habe keine Ahnung, ob der Film gut ist. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und bin dem noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich fand das Buch ja gut. Ich habe die Reihe allerdings auch noch nicht beendet. Aber ich bin bei so Filmverfilmungen immer erstmal ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Ob das im Kino sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und werde ihn auf jeden Fall mir ansehen.
Und zwar ist er angekommen, das Filmplakat ist angekommen mit dem Buch Ein Kuss aus Sternenstaub von Jessica Curie. Und zwar geht es hier um eine Liebesgeschichte, die so ein bisschen auch aus Tausend einer Nacht ist. Und ich freue mich so auf dieses Buch. Oh mein Gott, ich kann euch gar nicht sagen, wie wahnsinnig ich mich auf dieses Buch freue. Es geht hier nämlich um einen Genie und einen Dieb. Und dieser Dieb möchte natürlich erstmal den Genie ausnutzen und möchte auf jeden Fall seine drei Wünsche erfüllt haben. Und ja, schlussendlich verlieben sich die beiden ineinander. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da sie eben eine Genie ist und er ist ein Mensch. Und oh, ich bin so gespannt auf dieses Buch. Ich freue mich so drauf. Also es ist ja echt... Und das ist so schön aufgemacht mit so Sternchen und innen drin immer Sternchen. Und oh mein Gott, freue ich mich. Ich bin echt, ja, im letzten Jahr mit den Büchern Zorn und Morgenröte und dem zweiten Teil von Zorn und Morgenröte so überrascht worden. Auch so Tausend eine Nachtgeschichte fand ich so wahnsinnig toll. Deswegen, als ich dieses Buch gesehen habe und den Plotinhalt gelesen habe, habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, du musst dieses Buch haben und du musst es lesen. Und deswegen wird dieses Buch auf jeden Fall auch noch diesen Monat von mir gelesen. Ich freue mich so, so, so sehr drauf. Also es wird auf jeden Fall auch eine Rezension dazu geben, da es ein Rezi-Exemplar ist und... Ich liebe es einfach, ich liebe das Cover, ich liebe die Aufmachung, ich freue mich drauf und ja, das war's erstmal zu diesem Buch. Ich möchte ja noch nicht zu sehr in Schwärmen geraten, ich habe es ja noch nicht gelesen, deswegen. Es kann mich natürlich immer noch enttäuschen, ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert. Und ja, ich wurde diesen Monat angeschrieben von David Grund und er hat mich gefragt, ob ich nicht sein Erstlingswerk rezensieren möchte, ob er mir das nicht mal zuschicken kann, ob ich das nicht mal lesen möchte. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Klar, auf jeden Fall, ich kann es gerne machen. Und das Buch ist direkt 2 Tage später bei mir angekommen. Ich habe mich super gefreut. Und zwar handelt es sich um Kleine Iris, die letzte Traumkarawane, eben von David Grund. In diesem Buch geht es um ein Mädchen, das ein Kurzzeitgedächtnis hat und sich nur die schlimmen Erinnerungen behalten kann. Alles Positive, was in ihrem Leben passiert, falls es überhaupt etwas Positives gibt, vergisst sie sofort. Und sie kann sich nur die schlechten und schlimmen Dinge merken. Und es hörte sich so, so toll an. Er hat mir ja so eine kleine Inhaltsangabe in seine E-Mail geschickt. Und ich habe sofort gedacht, wow, das ist was für mich. Ich liebe so eine Geschichten. Und ich fand dieses Buch auch wahnsinnig schön, als es hier angekommen ist. Es ist zwar sehr trist und schlicht gehalten, aber ich finde, das passt auch zu dem, was im Inhalt passiert. Dass dieses Mädchen, das nur so schlimme Erfahrungen sich merken kann. Und ich finde, das ist auf dem Cover wunderbar gespiegelt. Ich freue mich sehr auf dieses Buch, bin wahnsinnig gespannt darauf. Und natürlich wird es auch hierzu eine Rezension geben. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das wird auch auf jeden Fall, denke ich mal, diesen Monat noch gelesen werden. So, dann ein Buch, auf das ich mich, glaube ich, einfach schon freue, seit ich den zweiten Teil gelesen habe, weil ich den zweiten Teil so, so, so gut fand. Und zwar ist das von Thomas Thiemeier, Evolution, die Quelle des Lebens. Erstmal muss ich dazu sagen, dass dieses Buch eigentlich schon Anfang dieses Monats, glaube ich, rauskommen sollte. Ich glaube, das sollte schon am 6. Juli, gar nicht Juli, Juni, sogar Juni, das sollte Anfang letzten Monats erscheinen, am 6. Juni. Und ich bin schon auf Vorbestellen die ganze Zeit und habe gedacht, oh, ist es jetzt, ich möchte es jetzt haben. Und dann am 6. Juni auf Amazon gegangen. Ja, dieser Artikel noch nicht verfügbar. Und ich habe so gedacht, was? Wieso? Und dann habe ich unten gesehen, dass der Erscheinungstermin auf 26. Juni verschoben wurde. Und ich habe schon so gedacht, nein, ich hätte dieses Buch einfach schon längst gelesen haben können. Naja, 26. Juni abgewartet, habe auf Amazon geguckt, Lieferzeit beträgt 1 bis 3 Wochen. Ich so, was? Total merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, ob sie es am 26. immer noch nicht geschafft haben, das Buch rauszubringen. Auf jeden Fall war ich ja dann übers Wochenende im Urlaub und habe das dann erstmal aus den Gedanken verloren, bin nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, du fährst jetzt mal einkaufen. Also ich bin dann einkaufen gefahren und habe natürlich dieses Buch gesucht. Bin in den Buchladen gegangen und die haben ja eigentlich immer Neuerscheinungen alle da. Und es war ja schon Juli und ich habe das Buch nicht gefunden. Und ich bin dann so an die Info und habe gesagt, hier, ich suche das und das Buch, habt ihr das da? Sie hat das dann eingegeben, nee, haben wir noch nicht da, kommt jetzt in den nächsten Tagen. Ich habe mir so gedacht, Alter, das Buch gibt es schon seit Juni. Wieso gibt es das im Buchladen noch nicht? Was ist hier los? Ich war total... Und dann hat sie natürlich mich gefragt, ob sie das mir nach Hause schicken lassen soll, versandkostenfrei. Habe ich gesagt, nee, bestellen kann ich mir das selbst, ja. Also ich habe es mir dann bestellt und es sollte dann am nächsten Tag auch ankommen. Aber ich war ein bisschen genervt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil bei so einem großen Buchladen wie Thalia erwartet man, dass die Neuerscheinungen da sind. Ich fahre ja auch immer etwas zu Thalia und natürlich, ich war so blöd und habe vorher nicht angerufen. Vielleicht war es auch ein bisschen mein Fehler. Aber weil ich immer Bücher
wenn sie neu sind und ich möchte sie sofort haben und ich habe sie mir nicht vorbestellt, dann und ich fahre dahin, erwarte ich eigentlich, dass die Bücher am Erscheinungsdatum da sind. Und 2 Wochen nach dem, beziehungsweise 1 Woche nach dem Erscheinungsdatum, liegen sie dann noch nicht da. Das ist so merkwürdig. Ich fand das so komisch. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an dem Buch lag und dass ich das der Erscheinungstermin nach hinten verschoben hatte. Keine Ahnung. Ich habe es mir dann selber bestellt, weil ich in dem Moment auch einfach genervt war. Und ja, das Buch ist am nächsten Tag direkt angekommen. Aber ich jetzt gerade noch was anderes lese, habe ich erstmal nur die ersten 2, 3 Kapitel bisher gelesen. Aber ich bin schon dabei und ich liebe es einfach jetzt schon. Ich finde das Cover so schön. Ich bin so gespannt, vor allem weil das der letzte Teil der Evolution-Reihe ist. Ich fand den ersten ja nur so mittelmäßig, den zweiten fand ich so, so toll. Also der zweite war so eine Überraschung für mich. Und jetzt kommt die Auflösung und dann ist es zu Ende. Und ich muss das einfach haben. Ich muss die Reihe für mich jetzt abschließen. Es geht einfach nicht anders. Ich freue mich so darauf und werde es jetzt dann bald auch lesen. Auf jeden Fall, ich habe ja schon angefangen, also das wird jetzt auf jeden Fall, nächste Woche werde ich das lesen. Und bin echt gespannt, wie es ausgeht und wie mir das gefallen wird und ob mich das genauso umhauen kann wie der zweite Teil. Ja, weil den ersten fand ich ja nur so mittelmäßig. Deswegen, ich bin super gespannt und freue mich sehr drauf. So, dann waren mein Freund und ich gestern im Schwimmbad. Und waren vorher bei Teddy und da habe ich natürlich für 2 Euro mir ein Buch mitgenommen. Und zwar von Abby McDonald, Summer of Love, aus einem CBJ-Verlag. In diesem Buch geht es um Sadie und Sadie ist in ihren besten Freund verliebt und der weiß es eben nicht. Und erzählt ihr deswegen immer von seinen Mädchengeschichten und das findet sie total bescheuert. Und deswegen möchte sie für sich jetzt einen Neuanfang machen. Und irgendwie schafft sie es aber nicht, ohne die ganze Zeit rückfällig zu werden, zu Geralt heißt der. Und es hört sich so witzig an und ich mag meistens die Bücher aus dem CBJ-Verlag. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich bei Teddy ein Buch aus diesem Verlag gefunden habe für 2 Euro und habe gedacht, komm, nimmst du dir das mal mit. Ich bin super gespannt drauf. Es scheint ja eine fluffige Liebesgeschichte zu sein. Ich hoffe, dass da nicht so viel Dramatik mitspielt und ja, ich bin sehr gespannt. So, noch 3 Bücher, dann habt ihr es geschafft. Und zwar habe ich mich diesen Monat entschieden, meine Isabella Bedi-Sammlung ein bisschen aufzufüllen quasi. Ich glaube, ich habe dann von ihr auch alle so ihre Jugendbücher da. Ich habe von ihr Whisper, Isola und Lucien. Alle 3 im alten Cover. Ich sammle das alte Cover. Ich finde das auch nicht so toll, dass jetzt alle nochmal in diesem neuen, glitzerigen Format erschienen sind. Müsste meiner Meinung nach nicht sein. Ich finde die alten Cover so aussagekräftig. Die sind einfach so schwarz, immer mit so einer Sache drauf. Und ich finde die toll. Ich fand die schon toll, als ich die Bücher damals das erste Mal in der Hand gehalten habe. Und deswegen habe ich gedacht, bevor es dieses alte Cover nicht mehr gibt, bestelle ich mir Imago. Und zwar eben Imago von Isabella Bedi, auch im alten Cover. Dieses alte Cover von Imago gibt es nicht gebunden. Die gebundene Ausgabe sieht total anders aus. Irgendwie ist sie ganz blau mit einem Junge, der irgendwo am Fenster steht und hat mit keiner von den Ausgaben irgendwas zu tun, die es jetzt momentan gibt. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte einfach nur das alte Cover. Es ist mir jetzt egal, ob das gebunden oder Taschenbuch ist. Und deswegen habe ich mir das Taschenbuch gebraucht, bestellt. Und ich bin sehr froh, weil, wie gesagt, ich finde die alten Cover toll. Und ich bin jetzt froh, dass ich dieses auch im alten Cover endlich hier habe. Und ja, worum geht es denn hier? Ich weiß noch nicht mehr, worum es geht. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Vanya liebt sie. Diese Minuten vor Mitternacht, kurz bevor auf ihrem Radiowecker alle 4 Ziffern auf einmal wegkippen und eine ganz neue Zeit erscheint. Doch heute um Mitternacht verändert sich nicht nur das Datum für Vanya. Sie bekommt eine geheimnisvolle Einladung zu der Ausstellung Vaterbilder und damit einen Schlüssel, der die Tür zu einer anderen Welt öffnet. In das Land Imago. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich liebe Isabella Bedis Bücher. Ich habe von ihr, wie gesagt, schon 3 Stück hier, alle 3 gelesen. Isola war für mich damals das Schlechteste. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich den Inhalt von Isola schon fast wieder vergessen habe, aber ich weiß, dass ich früher, Whisper ist mein absolutes Highlight von Isabella Bedi. Ich liebe dieses Buch, das habe ich auch schon 3 Mal gelesen. Lucien fand ich toll, auch etwas verwirrend, aber toll. Und Isola war das, was mir am wenigsten gefallen hat. Ich weiß nicht wieso, weil jetzt in letzter Zeit von allen Seiten kommt, Isola ist so wahnsinnig toll. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss ich es echt nochmal lesen. Damals war das für mich das von ihr, was mir am wenigsten gefallen hat, aber ich werde es nochmal irgendwann bestimmt lesen, um das ein bisschen aufzufrischen. Ich weiß ja echt nicht mehr, worum es geht. Und ja, jetzt habe ich Imago von ihr und ich freue mich sehr drauf und bin mal gespannt, ob mir das genauso gut gefällt wie der Rest ihrer Bücher. Ich habe mir von ihr auch noch Die längste Nacht gebraucht bestellt, im Hardcover. Aber das ist noch nicht hier angekommen, deswegen werdet ihr das wahrscheinlich erst in dem nächsten Neuzugänge-Video sehen. Aber jetzt kommen noch 2 Bücher und zwar hat mich heute noch ein Riesi-Exemplar erreicht, nämlich Wacholdersommer von Antje Babender-Erde.
Das ist die Neuaufmachung von Zwei Herz von eben Antje Babender-Erde. Zwei Herz habe ich schon gelesen, das ist aber schon Jahre her. Und als ich gesehen habe, dass das Buch nochmal neu auferlegt wird, quasi in einem neuen Format. Und dieses Format ist auch noch so wunderschön. Mir gefällt ja Zwei Herz überhaupt nicht. Das Cover ist super hässlich. Und deswegen fand ich das einfach wahnsinnig toll, dass sie es nochmal neu auferlegt haben in diesem wunderschönen Cover. Und da ich die Geschichte auch schon wieder komplett vergessen hatte, habe ich es angefragt, habe es bekommen und bin deswegen sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird, wenn ich es nochmal lese. Und ja, ich finde einfach diese Aufmachung so schön. Ich liebe ja Antje Babender-Erde und bin deswegen sehr froh, dass ich dieses Buch jetzt bei mir einziehen durfte. Und ebenfalls heute durfte noch ein Buch bei mir einziehen. Ich war nämlich heute mit meinem Freund Bummeln in Butzbach. Butzbach ist echt eine schöne Stadt, vor allem die Innenstadt. Ich mag ja so Einkaufsstraßen, die so auf alt gemacht sind, mit diesen Fachwerkhäuschen und ich liebe es einfach. Und da habe ich ein Buch gefunden, das ich auch schon länger suche. Und in den Buchhandlungen, die ich so gehe, habe ich es nie gefunden. Und heute habe ich eine kleine Buchhandlung gesehen und habe erstmal ein anderes Buch gekauft, weil ich das Buch nicht gesehen hatte. Ich bin in Jugendbuch- und Fantasy-Abteilung und habe dieses heißt es Caravelle gesehen, das mich sehr angesprochen hat. In diesem Caravelle, da geht es ja um ein Mädchen, das irgendwie bei ihrem Vater fast eingesperrt lebt und die dann abhaut und bei einer Art Spiel teilnimmt. Und ja, das ist ja auch eine Neuerscheinung, sieht wunderschön aus und ich habe gedacht, komm, nimmst es mal mit. Habe das Buch gekauft und habe dann so neben der Kasse gesehen, da ist noch ein Tisch. Bin dahin und habe dann das Buch gesehen, das ich schon so lange suche und das ich hier bei mir irgendwie nirgends finde. Ich konnte es nie finden. Ich habe es in keinem Buchladen jemals gesehen. Und das mir eben auch von David von Booktown empfohlen wurde. Ich glaube, auch bei ihm habe ich das erste Mal gesehen. So krass. Und ja, dann habe ich erstmal das andere Buch mitgenommen, weil ich hatte es ja schon bezahlt und bin dann mit meinem Freund nebenan essen gegangen und habe so gesagt, Schatz, eigentlich habe ich da jetzt ein anderes Buch gesehen, das ich eigentlich eher haben will. Und meinte, ich kann das jetzt nochmal umtauschen. Und meinte, ja, geh doch mal hin und frag. Bin ich wieder hin, habe gesagt, es ist mir jetzt so peinlich, aber ich habe eben, das Buch habe ich erst nach dem Narrenkauf entdeckt. Und meinte, ja, kein Problem, dann lass das umtauschen. Oh, ich habe mich so gefreut, weil natürlich war mir das super peinlich, aber ich konnte es umtauschen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und zwar handelt es sich um 100-Stunden-Nacht von Anna Walls aus dem Carlsen Verlag. Und erstmal finde ich dieses Cover wunderschön. Ich finde die Farben toll, dieses Blau und Gelb. Ich finde, es passt alles super zusammen. Und in diesem Buch geht es um Emilia, die die Kreditkarte von ihrem Vater sich nimmt einfach und ein Apartment in New York bucht. Oder sie bucht sich einen Flug dorthin und nimmt sich dann dort ein Apartment. Auf jeden Fall resultiert daraus eine ganz witzige Geschichte, denke ich mal. Denn es handelt sich darum, dass dann ein Wirbelsturm in New York einzieht. Und ich bin super gespannt auf dieses Buch. Auch dieses Buch hat nämlich, glaube ich, David von Booktown super gut gefallen. Und meistens liebe ich die Bücher, die er empfiehlt. Und deswegen, ich habe dieses Buch überall gesucht und ich habe es nie nirgends gefunden. Irgendwo habe ich es nie gefunden und ich war so. Ah, und dann habe ich das heute gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, ich brauche es, ich muss es mitnehmen. Und ja, ich konnte es noch umtauschen. Ich habe mich sehr gefreut. Vielleicht werde ich dieses Caraval oder wie auch immer das heißt, irgendwann nochmal kaufen oder nochmal sehen und nochmal das Bedürfnis haben, das zu kaufen. Aber das war mir dann einfach wichtiger. Weil ich lese zwar schon Fantasy, aber ich lese mehr jetzt so Jugendgeschichten mit Liebesgeschichten noch bei und das ist jetzt eher so mein Ding und deswegen freue ich mich furchtbar auf dieses Buch. Das hat auch nur 250 Seiten, deswegen kann man das eigentlich relativ schnell weglesen und ich hoffe natürlich, dass ich auch diesen Monat noch dazu komme, es zu lesen. Weiß ich allerdings nicht, weil ich ja jetzt so viele Rezensionsexemplare erstmal hier habe, die ich abarbeiten muss und will natürlich auch und ich freue mich so auf die meisten von diesen Rezexemplaren. Ich freue mich auf alles, was hier eingezogen ist momentan. Dass ich gedacht habe, ich zeige euch das jetzt schon mal alles ganz schnell. Und ich bin super, super gespannt auf alle diese Bücher, die hier eingezogen sind. Ich freue mich so, so sehr. Und ja, falls ihr schon was davon gelesen habt, ihr wisst ja, ich freue mich immer sehr darüber, wenn ihr was schon davon gelesen habt und mir eure Meinung dazu in den Kommentaren da lasst. Das wäre total super, weil ich mir da natürlich immer schon mal so ein bisschen ein Bild von den Büchern machen kann. Und ich bin natürlich immer auch sehr gespannt und tausche mich gern mit euch darüber aus. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht was davon lesen möchtet oder schon was davon gelesen habt. Ich bin sehr neugierig, schreibe euch auch natürlich gerne sofort zurück, wenn ich was sehe. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!